Liebe Zuseherinnen und Zuseher, haben Sie sich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Impfung gegen Covid-19 vielleicht schon mal einige Fragen gestellt? Vielleicht auch jene, die ich Ihnen jetzt zu Gehör bringen werde? In diversen Umfragen gaben zwischen 60% und 75% der Befragten an, dass sie sich gegen Covid nur deswegen impfen haben lassen, um wieder an gewissen Bereichen des Lebens teilnehmen zu können. Nur maximal 20% gaben an, sich aus Angst vor der Erkrankung impfen haben zu lassen. Daraus ergibt sich, wie sehr das Narrativ der Angst, das die Regierung Kurz oder in Deutschland Merkel verbreitet hat, Wirkung zeigt. Ohne Freiheitseinschränkungen wären maximal ein Drittel der Geimpften auch tatsächlich hingegangen. Nun drängt man seitens der Pharmaindustrie und der durch sie infiltrierten Regierungen zur Impfung immer jüngerer Kinder. Die EMA mit der Pharmalobbyistin Emer Cook an der Spitze verlängerte die vorläufige Zulassung für Impfstoffe an Jugendlichen ohne neue Studienergebnisse, die in der Lage gewesen wären, eventuelle Bedenken zu zerstreuen. Es steht zu erwarten, dass diese EMA die Impfung an ganz jungen Kindern bald freigeben wird. Einige Wiener Ärzte und Ärztinnen impfen aber sogar jetzt schon Kinder unter 12 Jahren. Die Zulassung von Seiten der Arzneimittelbehörde steht hier sogar noch aus. Was sind nun die Beweggründe, bereits vor der Zulassung zu impfen? Zwei angeschriebene Ärztinnen und Ärzte waren nicht zu einer Stellungnahme bereit. Eine der beiden war sogar prominent mit ihrer Ankündigung und Erzählung, dass sie bereits Kinder impft, in einem kleinformatigen, regierungstreuen Massenblatt vertreten. Warum impfen Ärztinnen bereits ganz junge Kinder, die nachweislich kaum und vor allem wenn, dann ohne starken Verlauf erkranken? Wie stark sind im Vergleich zur erhofften Wirkung die Risiken von Impfschäden bei Kindern? Internationale Berichte zeichnen hier ein düsteres Bild, wie zum Beispiel jenes des 13-jährigen Mädchens aus Italien, das unverantwortlicherweise trotz eines Herzfehlers und der bekannten Gefahr einer Thrombosenbildung geimpft wurde. Tragen diese Medizinerinnen und Mediziner, die Kinder impfen, das Risiko der Haftung und möglichen Regressforderungen der Eltern bei Impfschäden? Und wenn sie es nicht tun, wer haftet? Im Eid des Hippokrates steht: Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Ich werde niemanden, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Im Genfer Ärztegelöbnis von 2017 steht: Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten wird mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten respektieren. Wie verträgt sich denn eine Off-Label-Impfung ohne Zulassung mit diesen zwei Statements? Gibt es eigentlich extra Vergütungen für Ärztinnen und Ärzte für das Verabreichen einer Impfung? Entschuldigen Sie bitte den freudschen Versprecher. Oder wird das im Rahmen einer normalen Ordination abgegolten? Viele offene Fragen, genauso wie jene. Werden Ärztinnen, die schon Kinder impfen,
von Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres wegen der noch nicht freigegebenen Impfungen gerügt oder wie maßnahmenkritische Ärztinnen oder Ärzte gar mit Berufsverbot belegt werden? Oder erhalten sie aus den Händen dieses Impftreibers gar eine hohe Auszeichnung der Ärztekammer?